Ich teste gerade mal, ich muss ja manchmal so ein bisschen lachen über dieses Thema hier. Ne? Die Firma, also man hat es ja verstanden, ne? Also meine Tochter, die erklärt ihm immer, dass sie jedes Jahr das neueste iPhone braucht. Ich habe meinem eigenen Nachwuchs versucht zu erklären, hör mal zu, ich habe schon fast über 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Du junger Fuzzi, brauchst mir jetzt nicht erklären, wie eine Firma läuft. Also ich habe das schon verstanden. Das ist, also die Amerikaner verstehen Propaganda, glaube ich, fast genauso gut wie die Russen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Der Amerikaner ist da in diesem Business-Bereich, Business-Propaganda. Die sind topfit, die Amerikaner. Deswegen sage ich immer, die Russen und die Amerikaner im Checkpoint-Charlie-Geschäft, die haben schon viel Gemeinsamkeiten auch manchmal. Weil ich beschäftige mich, wie gesagt, seit 30 Jahren mit der Firma und Software. Und man ist eigentlich im Bereich Small Business. Ich habe es nie geschafft, mit der Firma ein erfolgreiches Small Business aufzubauen, weil man ist so viel jeden Tag mit Softwareproblemen beschäftigt. Also superpowered ist es nicht. Man ist jeden Tag mit einem kleinen Business, jeden Tag neue Softwareprobleme. Ich checke jetzt gerade mal so die CD-Burn-Funktion von Apple Music. Das ist ja auch, der Screensaver läuft ja immer noch nicht. Da kommt bei mir immer noch kein Ton raus. Also Fakt ist, wir sind hier mit den Speakers verbunden. Die ist jetzt gerade, wie gesagt, geburnt. Successful. Schauen, ob da überhaupt ein Ton rauskommt. So, da kommt ein Ton raus. Wir schieben die CD noch mal ein. Nee, also 30 Jahre Erfahrung, Apple und das Thema Kleinbusiness. Ne? Oh Gott, das du, also ich kann euch da Sachen erzählen, das glaubt ihr gar nicht. Also man ist den ganzen Tag Fulltime beschäftigt. Also die Firma bringt es ja auch, bringt es wirklich fertig. Ihr Spielzeugfirma, Betriebssysteme, Hamsterlaufrad, wirklich immer am Laufen zu halten. Und man merkt jeden Tag, ist irgendwas Neues. Jeden Tag. Also gestern hat es noch funktioniert. Heute kommt da kein Ton mehr raus. Ich glaube auch, dieses Thema Small Business hat auch was mit IT und Security zu tun. Sind die Amerikaner verkaufen uns Europäern immer neues Feature? Man merkt aber jeden Tag, eure Schweizer Käselöcher, das wird nie was, ne? Also Apple und Small Business, ich kann euch 30 Jahre Erfahrung, boah, es ist jeden Tag mit Software beschäftigt. Das ist Small Business und Apple.